Moin zusammen, hier ist Henri, herzlich willkommen zurück im Königreich Burgund, wo wir hier gemeinsam auf die beiden ehemaligen Kriegsgegner unseres Königs schauen. Das ist Alaïs, die Herzogin der Provence, und das ist Philippe, der Herzog von Savoyen. Die beiden haben den Aufstand geprobt. Alaïs war unzufrieden mit ihrem König, sie hatte einen Anspruch auf seinen Titel, auf den Königstitel von Burgund, und wollte diesen Anspruch durchsetzen, und Philipp hat sie unterstützt und ist ihr zur Seite gesprungen. Beide haben jetzt zuletzt den Krieg verloren und befinden sich hier aktuell im Kerker unseres Thibaut, und es stellt sich jetzt die große Frage, wie wird er nachsichtig und demütig, wie er ist, mit den beiden umgehen. Das werden wir uns jetzt anschauen und gemeinsam erörtern, beziehungsweise ich werde euch das erörtern, wie Thibaut sich entscheiden wird. Und zwar müssen wir im Grunde zwei Sachen bedenken. Wir müssen natürlich allen voran seine Charaktereigenschaften, also seine Nachsicht, lässt schlimme Dinge schnell hinter sich, und auch seine Demut dürfen wir nicht vergessen. Auf der anderen Seite dürfen wir auch nicht vergessen, um welche Art von Krieg es sich hier gehandelt hat. Das, was die beiden hier begangen haben, war schon Hochverrat. Also es ging um keinen Krieg, wo es jetzt irgendwie, naja, so ein bisschen Lehnsautorität, irgendwie so ein kleiner Befreiungskrieg, kleinere Unzufriedenheiten, sondern es ging darum, dass diese Dame hier sich zur Königin von Burgund aufschwingen wollte. Und das ist, glaube ich, neben einer Auflösungsfraktion oder dergleichen, die den gesamten Titel vernichten will, mit das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und eigentlich steht auf den Hochverrat ja wahrscheinlich der Tod. Das allerdings, denke ich, aufgrund der Nachsicht unseres Thibaut, dazu wird es nicht kommen. Was er allerdings auf der anderen Seite aufgrund der Schwere der Schuld, die auf den beiden lastet, auch nicht. Also er wird sie jetzt nicht einfach irgendwie freilassen können oder hier mit einem kleinen Lösegeld oder mit einem Druckmittel oder dergleichen davonkommen lassen. Auch verbannen wird er sie nicht. Ich glaube, auch das wäre eine Möglichkeit. Ja, auch das wäre eine Möglichkeit. Er würde dann Legitimität erhalten. Aber auch das ist aus meiner Sicht nicht ausreichend. Das, was hier im Grunde folgen muss, ist die Aberkennung der Titel, und tatsächlich verliert sie damit alle Titel. Wir kriegen zwar kritische Anspannung, weil wir nachsichtig sind, aber ja, ist halt so. Dem müssen wir uns beugen. Es fällt ihm offensichtlich nicht leicht. Allerdings haben wir uns schon gegen die Hinrichtung entschieden. Dementsprechend ist das die entsprechende Strafe. Und genauso werden wir auch bei Philipp verfahren. Wir werden auch hier die Titel aberkennen. Die Grafschaft Vinois hält er auch noch, die ja ohnehin unsere ist. Können wir das noch mit dazu nehmen? Nee, können wir nicht. Die liegt doch in unserem Gebiet. Das müssen wir uns gerade nochmal anschauen. Vinois hält er auch persönlich. Er bleibt dann unser Vasall zukünftig. Ja, also wir werden ihm auch hier die Titel aberkennen. Dann bekommen wir nochmal Anspannung. Und dann werden wir uns da offensichtlich auch mal so ein bisschen dem Alkohol ergeben müssen. Auf der Grundlage dieser Anspannung. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie gehen wir um mit diesen zu viel gehaltenen Titeln, die wir jetzt haben. Wir sind ja jetzt vierfacher Herzog, eben von Mallorca, Vinois, der Provence und Savoyen. Ich denke, zwei zentrale Herzogtümer hier im Königreich Burgund ist zum einen natürlich unser Kernherzogtum oder das Dauphinat von Vinois und gleichzeitig auch das Herzogtum der Provence. Also diese Titel wird er behalten. Es ist also die Frage, wie geht er um mit Mallorca und mit Savoyen. Savoyen ist im Grunde der nächstgrößere Titel, und da gibt es natürlich jemanden, der aktuell, oft von dem unser König eine gute Meinung hat,
der von unserem König eine gute Meinung hat, der bisher keinerlei Ansprüche, keinerlei Schwierigkeiten gemacht hat und der im Grunde aber aktuell noch leer ausgegangen ist. Und das ist unser Bruder Prinz Joffrey. Er ist auch unser Hofantiquar. Okay, das Amt wird er dann niederlegen. Aber das wäre doch eine Möglichkeit, dass wir ihm Titel geben. Und zwar machen wir ihn zum Herzog von Savoyen mit den Grafschaften, die dazugehören. Und diesen Titel werden wir dann entsprechend vergeben. Und damit ist er unser Vasall geworden. Was gehört denn? Wie sieht es denn mit Genf aus eigentlich? Genf gehört eigentlich zu Savoyen, wird aber hier von Herzogin Ida gehalten. Na gut, da haben die dann im Zweifel einen Konflikt, die beiden. Das ist jetzt erstmal so. Vinoir, er ist jetzt Graf Philipp, ist jetzt hier unser direkter Vasall. Das ist in Ordnung. Da müssen wir natürlich noch entscheiden, was damit passiert. Und jetzt ist die Frage, was passiert mit Mallorca als drittes Herzogtum? Ja, es ist so ein Stück weit unser. Naja, es wird Thibaut erst zu allererst Herzog von Mallorca gewesen, bevor er König geworden ist. Allerdings auch nicht besonders lange. Ich glaube, er hat keine allzu starke emotionale Bindung. Das Problem bei Mallorca ist, erben würde es Prinz Gautier. Und ich finde es irgendwo unpassend, das jetzt hier an einen Zweijährigen zu vergeben, wenn eigentlich unser älterer Sohn Prinz Michael eher an der Reihe wäre. Ihm können wir es aber nicht geben, weil er das Ganze nicht, damit würden wir ja das Erbrecht quasi aushebeln. Dementsprechend können wir das nicht. Das heißt, dort müssen wir jemand anders finden. Und da ist jetzt die Frage, wer das sein kann. Und tja, so viele enge und gute Freunde hat er nicht. Aber eine Möglichkeit wäre doch vielleicht, er hat aber auch noch keine Kinder, wäre aber sein Ratsmarschall, ausgezeichneter Ritter, der Mann, der, ja, von, die haben gegenseitig eine relativ hohe Meinung voneinander. Er gilt auch als mildtätig. Und dementsprechend finde ich es eigentlich eine ganz gute Möglichkeit, Amédée hier zu erheben. Er ist von niedriger Geburt, aber dennoch, ihm einen Titel zu geben und ihn zum Herzog von Mallorca zu machen, mit den Grafschaften, die da zugehören. Jeder höfische Vasall verliert der Meinung von uns, weil er niedriger Geburt ist. Aber der uns am ehesten nahestehende, und so ist Herzog Amédée jetzt eben Herzog von Mallorca geworden. Das heißt, er muss sich auch hier um das Thema Kontrolle zukünftig dann selber kümmern. Er kann Ratsmarschall bleiben, wird dann aber erstmal, wir gucken nochmal auf die Kontrolle. Bei uns ist das kein Problem mehr. Dann wird er Befehlshaber ausbilden. Und damit sind wir hier jetzt wieder im Soll. Es ist jetzt natürlich nur nochmal die Frage, was machen wir mit den beiden hier im Gefängnis? Beziehungsweise wir schauen nochmal vorher jetzt auf unsere Titel. Wir hier sind jetzt eben auch Graf von Forcalquier der Provence Venaissin. Also drei weitere Gebiete sind dazugekommen, was auch sehr, sehr schön ist. Ja, sie ist jetzt landlos und ohne jeglichen Einfluss. Wir könnten noch erwarten, dass sie ihre Ansprüche aufgibt. Wenn sie das tut, sie hat sogar einen Anspruch auf das Heilige Römische Reich, dann darf sie den Kerker verlassen und stellt dann eigentlich auch keine Gefahr mehr dar. Das werden wir mal anfragen. Tja, und bei Philipp. Ist jetzt die Frage, wie wir mit ihm umgehen. Er könnte noch aus dem Reich verbannt werden.
Gleichzeitig müsste er wahrscheinlich auch irgendwie noch haustechnisch bestraft werden. Er könnte noch denunziert werden und dann ist das Ausdruck unserer Nachsichtigkeit, dass er eben ja mit dem Leben dahin kommt, davon kommt. Ja, entsprechend werden wir ihn verbannen, aber gleichzeitig, jetzt müssen wir noch auf seine Rückmeldung warten. Ja, und wir haben keine Zeit für uns selbst. Und dem, ich finde es passend zu ihm, er gilt ja auch schon als der Schüchterne, dass er einsiedlerisch wird. So, sie stimmt jetzt zu. Eine weitere Fraktion hat sich aufgelöst. So, Philipp ist jetzt gegangen. Ja, okay, da scheint jetzt ein bisschen zu viel des Guten zu sein. Vielleicht auch ausreichend. Und jetzt ist natürlich die Frage, was ist hier passiert? Sein jüngerer Bruder, Graf Datt, hat das Ganze geerbt. 16 Jahre und er ist jetzt unser direkter Vasall geworden. Damit ist das meines Erachtens soweit wieder gut hergestellt und wird sicherlich unseren Thibaut nochmal auch gestützt und verstärkt haben. Wir werden hier mit unserem Fürstbischof in 15 Monate, das ist ja auch nicht mehr so lange, werden wir hier unseren guten Amedee noch weiter unterstützen, dass er in Ibiza bekehren soll. Dadurch, dass er auch so weit schon fortgeschritten ist, ist das, glaube ich, soweit in Ordnung. Danach wird er sich dann allerdings selbst darum kümmern müssen. So, nach all diesem Stress und dieser Hektik, denke ich, ist es jetzt eine gute Möglichkeit, dass wir uns nochmal zurückziehen und ein wenig Frieden finden. Wir haben noch deaktivierte Gebäude, das wird sich demnächst ergeben. Kriege werden wir jetzt nicht erklären. Geiseln anbieten, ja, Kriegsfolgregimenter nochmal stationieren. Das ist natürlich ein Punkt, denn Mallorca, wo einige stationiert waren, die gibt es ja jetzt nicht mehr. Oder beziehungsweise, die können wir dort nicht mehr stationieren. Wir schauen mal, was wir auch hier haben. Oh, einiges. Plänkler. Speerträger, schweres Fußvolk, schwere Reiterei. Das wäre hier vielleicht für die Holzkaserne Arlet ein guter Platz für unsere Speerträger, kann das sein? So, hier sind die Gebäude gerade, wird aber nächsten Monat reaktiviert. Das ist jetzt der Fall, dann schauen wir noch mal. Schweres Fußvolk haben wir auch hier. Plänkler, Speerträger sind hier vielleicht sogar besser aufgehoben, kann das sein? Ja, aber deutlich. Hier in Toulon. Reiterei, schweres Fußvolk. Hier werden noch Windmühlen gebaut. Das macht hier keinen Unterschied. Komma 0,02, das ist auch nichts Besonderes. Und hier ist noch ein ganz guter Bonus für die Bogenschützen. Wir schauen noch mal auf Leiden. Ich weiß nicht, ob wir hier die besten stehen haben. Plänkler, ja doch, das geht viel in Richtung Plänkler. Bogenschützen
Plus 100%. Gut, das gilt aber auch für die Plänkler. Also hier die Möglichkeit, auch wirklich tatsächlich viel Neues zu bauen. Eine Wassermühle sogar. Werkstätten. Und auch hier ein Handelshafen, interessanterweise, am Fluss. Könnten uns einiges sogar leisten. Da allerdings die Frage, ich glaube, wir haben im Moment erstmal kein Hofantiquar mehr. Oh Gott, und wir haben auch niemanden, der es kann. Naja. Schüchtern ist sogar vorteilhaft, wenn man sich irgendwie interessant. Schön, dass man als schüchterner Charakter gut ist als Hofantiquar, wenn man irgendwie immer alleine da im Raum rumwurschtelt und mit den hier mit den Artefakten zu tun hat. Er ist ein Zupacker. Soll er das machen? Nehmen wir noch mal jemanden, der als Hofbaumeister arbeiten könnte. Aber es bringt auch jetzt nichts für, also es reduziert nur die Bauzeit. Das ist ja vielleicht nicht das große Thema. Ungeduldig sind wir jetzt nicht unbedingt. Kontrollzuwachs. Ist wahrscheinlich auch kein großes Problem, oder? Kontrolle 100%, 100, nee. In Seneschall wird aktuell auch nicht benötigt. Gut, dann werden wir nochmal schauen, was wir in Leiden machen können. Können wir auch hier auswählen. Und für welchen Bau wir uns hier jetzt entscheiden. Krankenstifte. Ich meine, wir wissen, dass wir hier ein Stück weit Schwierigkeiten haben. Jagdreviere, da ist es eh zu stark bevölkert für. Ja, wobei mich ja schon auch eine Wassermühle sehr anspricht, einfach weil Leiden hier so eben an der Rhön liegt auch. So passend an dem Fluss. Wassermühlen verwandeln die Kraft des Wassers von Gezeiten bis zu Wasserfällen in Drehung um, mit die man zum Mahlen, Sägen, Zerkleinern und Walten nutzen kann. Die Genehmigungen für den Betrieb einer Wassermühle sind für den Träger des Besitztums zudem noch eine einfache und zuverlässige zusätzliche Einnahmequelle. Wir werden eine Wassermühle errichten. Das geht sogar bis zur Pulvermühle. Für, oh mein Gott. Fast 3000 Gold. Nun ja, gut. Jetzt haben wir aber hier lange gearbeitet und vorbereitet. Jetzt kann es erst einmal weitergehen. Unsere Gemahlin vermittelt bei unserem Cousin. Was machen denn eigentlich unsere Kinder? Mikkel, 8 Jahre alt. Da ist noch nicht viel passiert, allerdings ist er auch schon 8 Jahre. Das heißt, auch dort müssen wir uns mal so langsam um ein Verlöbnis kümmern. Prinzessin Brigida gilt zumindest schon mal als fleißig. Oh mein Gott. Und Thibaut ist jetzt an Krebs erkrankt und das bei seinem kraftlosen Körper. In mir ist etwas, was nicht zu mir gehört. Es frisst sich durch mein Fleisch, nähert sich an meine Lebenskraft, wird stärker, während ich vergehe. Ich presse die Hand fest gegen die Geschwulst unter meiner Haut. Meine Finger sehnen sich danach, sie herauszureißen. Beim Gedanken daran
Wie sie wächst, steigt mir die Galle hoch. Ja, bedauerlicherweise, es ist Krebs. Ich kenne nur eine wirksame Behandlungsmethode. Ja. Ab das Bein, vermutlich. Na, ich glaube, dass er aber niemand ist, der zu radikalen Maßnahmen, also zumindest auch nicht bei einer Ärztin, die er noch nicht kennt und zu der er noch kein großes Vertrauen fassen konnte. Wir werden sie bitten, nur das Nötigste zu tun. Wieder hat entschieden, Ruhe ist die beste Behandlung, oh mein Gott. Sie häuft weiche Kissen um mich herum auf und deckt mich sanft mit gleich mehreren Decken zu. Ehe sie meine Gemächer verließ, zog wieder auch noch die Vorhänge zu. Es war zur Mittagszeit. Der zusätzliche Schlaf stellte sich genau als das heraus, was ich brauchte. Okay, wir haben gelinderte Krankheitssymptome. Allerdings ein kritischer Malus betagten Gesundheit. Okay, das ist also, wenn man schon über 50 Jahre ist, dann ist es noch schlimmer. Oh mein Gott. Tja, und damit wird sich unser König Gedanken darüber machen, über sich und seine Zukunft. Er steht an der Schwelle des Todes. Ja, und so wie der Text es eben beschrieben hat, wird er das auch spüren. Und damit, tja, wird er ein Stück weit seine Dinge ordnen müssen, sich um Mikkel kümmern müssen, der früher, als es ihm lieb sein könnte und es sicherlich auch Thibaut lieb wäre, König werden könnte, König von Burgund. Finden wir denn auf die Schnelle ein Ehepartner? Ihm ein starkes Bündnis einbringt. Die Prinzessin von England. Was hat denn die Arme? Sie ist verwundet, entstellt. Hatte Blutdurchfall, oh mein Gott. Fieberwarnzustände und starke Unterleibsschmerzen sorgen dafür, dass Susanna sich blutig in den Abort erleichtert. Oh Gott, die Arme. Sie kackt geweihtes Blut. Eieiei. Prinzessin von Pommern. Er ist der König von Pommern. Dort oben, das ist aber auch weit weg. Es gibt im Übrigen auch einen neuen Kaiser. Auch er hätte eine Tochter, Wilhelmina. Aber wäre er bereit? Interessant, dass die uns hier nicht angezeigt wird. Können keine Prachthochzeit anbieten. Nee, damit ist er nicht einverstanden. Oh, er hat auch noch gar keine Sprachen gelernt. Was ist mit der englischen Prinzessin? Ist abgeschieden. Es ist alles sonst weit weg. Was erfasst die junge Dame aus Pommern am naheliegendsten? Ihr Vater 44 Jahre. Gesund, fest im Sattel, Bündnis mit Dänemark, Prinzessin Samboja. Wir werden das mal anfragen.
und den Vorschlag abschicken und vielleicht hier noch auf die Antwort warten. Ausgezeichnet, das ist angenommen. Und damit haben wir auch ein Bündnis geschmiedet. Die Gräfin Almodes von Forêt ist angekommen. Möchte uns huldigen. Sie bringt Geschenke mit und wir werden ihre Schwüre entgegennehmen. Tja, und dann werden wir sehen, was mit Thibaut passiert, mit Thibaut und seiner Krebserkrankung. Es kann eigentlich nur heißen, dass es tatsächlich mehr oder weniger jeden Augenblick zu Ende sein kann. Und wer meldet sich hier? Ich bin wieder auf dem Schlachtfeld. Der Matsch klebt an meinen Stiefeln. Wie bitte? Ach, das sind wir. Der widerliche Gestank der Toten sticht mir in die Nase. Wieder durchlebe ich jeden Tag einen Bauernaufstand, angeführt von ihm. Ach, das muss damals auf Mallorca gewesen sein. Hugh Joffre erhob sich gegen mich. Ich wache stöhnend auf, kalte Schweißtropfen auf der Stirn. Unsere Gemahlin regt sich neben uns, aber wacht nicht auf. Ich muss allein mit meinen Sorgen fertig werden. Wir sollten versuchen, es zu vergessen. Ich werde nie wieder verlieren. Nein, wir werden versuchen, das zu verdrängen und wieder zu vergessen. Fieberträume, unter denen Thibaut hier zu leiden scheint. Tja, schlimme Kunde für unseren König und wir werden sehen, wie er mit seiner Krebserkrankung umgeht und wie lange er damit wird leben können. Der Krebs saugt ihm das Leben aus. Schwierig. Dagegen ist jede Seuche harmlos. Gut, wir werden sehen, wie es weitergeht, das aber in der nächsten Folge. Also bis dahin, macht es gut, euer Henri.